der irre Poker um Luka Jovic im Zeitrafferder Wechselpoker um Torjäger Luka Jovic von Eintracht Frankfurt beschäftigte Medien, Fans und Verantwortliche mehrere Monate lang. FC Bayern, FC Barcelona, Real Madrid. Am 4. Juni bestätigten die Hessen den Wechsel des 21-jährigen Serben zu den Königlichen. Wir blicken zurück auf die Irrungen und Wirrungen in der Personalie. Ein Fünferpack verzückt die Fußballwelt, nachdem Jovic schon in der Rückrunde der Saison 2017-2018 auf sich aufmerksam gemacht hat, explodiert der Bekanntheitsgrad des Serben Ende Oktober geradezu nach seinen 5 Treffern gegen Fortuna Düsseldorf. Prompt gibt die Eintracht bekannt, die Kaufoption für den von Benfica ausgeliehenen Stürmer in Höhe von angeblich 7 Millionen Euro ziehen zu wollen. Klopp will den Mann der Stunde. Es dauert nicht lange, bis ein englisches Newsportal vermeldet, dass Jürgen Klopp ein Auge auf den Angreifer geworfen hat. Laut LFC Globe plant der FC Liverpool eine Verpflichtung von Jovic im Sommer. Es soll nicht das letzte Transfergerücht rund um den Frankfurter bleiben. FC Bayern und BVB steigen in den Poker ein. Mitte November sind angeblich auch FC Bayern und Borussia Dortmund am Knipser interessiert. Jovic hat zu diesem Zeitpunkt bereits 11 Pflichtspieltore auf dem Konto. Nach Informationen von Sportbild haben die beiden Bundesliga-Schwergewichte aber Konkurrenz aus England. Neben Liverpool sind das auch der FC Chelsea und Tottenham Hotspur. Barca ist ein Kandidat in der darauffolgenden Länderspielpause, berichtet das Portal Mozart Sport, das der FC Barcelona Scouts zum Nationsleague-Spiel Serbiens schickt, um Jovic genauer unter die Lupe zu nehmen. ESPN bestätigt die Gerüchte wenig später. In München wird man offenbar hellhörig, Bayern-Interesse wird konkreter. Der Kicker meldet, dass sich die Bayern-Verantwortlichen vorstellen können, Jovic zu verpflichten. Insbesondere, da sich Trainer Niko Kovac für den Shootingstar stark macht. Beide kennen sich aus gemeinsamen Frankfurter Zeiten bestens. Jovic erneut in Dortmund gehandelt. Ende November ist es erneut der BVB, der in der Gerüchteküche auftaucht. Das italienische Portal calciomercato.com will erfahren haben, dass die Schwarz-Gelben an Jovic interessiert sind und ihn intensiv beobachten. Die Frankfurter sehen sich aufgrund der anhaltenden Gerüchte zu einem Statement gezwungen. Jovic schließt baldigen Abgang aus. Sportvorstand Freddy Bobic meldet sich in Sachen Jovic zu Wort. Warum soll einer jetzt gehen? Wir spielen jetzt erstmal diese Saison. Dass die Spieler vielleicht irgendwann den Verein verlassen, weil sie größer werden als der Verein, auch von ihrer Qualität her, das ist doch normal. FC Bayern bleibt ebenfalls an Jovic dran. Während Jovic seine Quote auf 15 Treffer erhöht, heißt es Mitte Dezember im Kicker, dass der Serbe einer der Wunschkandidaten des FC Bayern ist. Nun äußert sich auch der Stürmer zu seiner Zukunft. Treue Bekenntnis leid. Jovic stellt Fans und Verantwortlichen einen Verbleib in Frankfurt in Aussicht, wenn auch nicht ohne Hintertürchen. Wir Spieler müssen darüber gar nicht nachdenken. Die Verantwortlichen im Verein werden das entscheiden. Was mich betrifft, würde ich gern bei Eintracht bleiben, sagte er gegenüber Bild. Die Königlichen klopfen an. Im neuen Jahr nehmen die Gerüchte wieder Fahrt auf. Ende Januar berichtet die spanische Sportzeitung AS, dass sich Jovic mit seinen mittlerweile 18 Saisontreffern ganz nach oben auf die Einkaufsliste von Real Madrid geballert hat. Kurze Zeit später folgt der große mediale Doppelschlag-Zweikampf und erste Zahlen. Laut eines FAZ-Berichts von Mitte Februar hat Jovics Berater mit dem FC Barcelona bereits Einigkeit über einen Wechsel erzielt. Offen sei nur noch die Ablösesumme. Gleichzeitig berichtet Bild, dass Real Madrid eine Offerte von 45 Millionen Euro bei den Hessen hinterlegt hat. Wahrheitsgehalt?
eher gering. Die Eintracht widerspricht, da ist nichts dran, auch Chelsea holt die Scheine raus. Nur kurz nach den Gerüchten um einen Zweikampf von Real und Barca gesellt sich mit dem FC Chelsea angeblich eine dritte Partei mit einem konkreten Angebot hinzu. Laut Bild bietet der sechsmalige englische Meister 45 Millionen Euro. Bei den Blues soll Jovic Nachfolger des französischen Weltmeisters Olivier Giroud werden. Bobic verweist Gerüchte ins Reich der Fabeln. Nach dem ganzen Wirbel um Angebote von Barca, Real und Chelsea holt Bobic die Fußballwelt auf den Boden der Tatsachen zurück. Gegenüber Sky stellt er klar, dass es bislang gar keine einzige Anfrage für Jovic gegeben habe. Das ist Fakt und auch die Realität, verdeutlicht der Sportchef. FC Bayern bleibt dran, wegen Kovac. Kaum sind die Worte von Bobic verhallt, legt die Sportbild nach und bringt erneut den FC Bayern ins Spiel. Angeblich hat Niko Kovac den dringenden Wunsch hinterlegt, Jovic verpflichten zu wollen. Allerdings sei eine Ablöse von bis zu 60 Millionen Euro fällig, die die Münchner abschrecken könnte. Und dann ist da ja auch noch Eintracht Frankfurt, Bobic wimmelt weiter ab. Anfang März äußert sich erneut Freddy Bobic. Auf die Frage, ob auch der FC Bayern bei Jovic angeklopft habe, sagte der Sportvorstand, das weiß ich ja nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich kann ja nicht wissen, was hinter meinem Rücken passiert. Ich kann nur sagen, das ist offiziell und da gibt es keinen Kontakt zwischen Bayern und Frankfurt. Anmerkung. Die Red Barca-Verantwortliche sehen überzeugenden Auftritt. Mitte März vermeldet der italienische Transferexperte Gianluca Dimazio, dass die Barca-Sportdirektoren Eric Abidal, Pep Segura und Ramon Planes im San Siro waren, um Jovic bei Frankfurts Spiel gegen Inter Mailand zu beobachten. Was sie sehen, wird den Verantwortlichen der Katalanen gefallen haben. Der Serbe erzielt den 1:0-Siegtreffer für die Eintracht. PSG ärgert Barca, dann wird es immer kurioser. Laut der spanischen Sport steigt Paris Saint-Germain in den Poker ein. Um dem FC Barcelona auf dem Transfermarkt eins auszuwischen, treiben die Franzosen angeblich die Ablösesumme in die Höhe. Derweil vermeldet Bild, dass Barca eine 50 Millionen Euro Offerte plant und in Patrick Falk einen Mittelsmann mit Frankfurter Vergangenheit engagiert hat, um den Transfer einzufädeln. Verwirrung um Bayern-Angebot. Immer wieder FC Bayern. Laut Mundo Deportivo haben die Münchner kurz vor Ende März eine Offerte in Höhe von 56 Millionen Euro bei der Eintracht hinterlegt. Sky hingegen meldet, dass kein Angebot bei den Hessen eingegangen ist. Im Anschluss sind wieder die Spanier am Zug, immer neue Summen und Zahlen. Laut einer Meldung von El Confidential, im April möchte Barca 60 Millionen Euro für Jovic zahlen. Mundo Deportivo berichtet, dass die Katalanen einen 5-Jahres-Vertrag bieten. Offen ist nur noch das Gehalt, bei dem es erhebliche Unterschiede in den Auffassungen von Club und Spieler gäbe. Geld spielt bei Real Madrid offenbar keine Rolle, kein April-Scherz. Denn Don Ballon vermeldet am 1. April, dass die Königlichen ein Wahnsinnsangebot für Jovic planen. Realpräsident Florentino Perez hat sich angeblich dazu entschlossen, satte 65 Millionen Euro nach Frankfurt zu überweisen, sollte der spanische Rekordmeister den Zuschlag bekommen. Doch die Zahlen werden immer wahnwitziger, immer höher, immer weiter. Nur einen Tag später legt Marca mit einer weiteren irrsinnigen Summe nach. Bis zu 80 Millionen Euro kann die Eintracht laut der spanischen Zeitung für Jovic erwarten, weil neben Barca, Real und Chelsea nun auch der FC Arsenal und Manchester City mitbieten. Ein Ende im Poker um den Torjäger ist nicht abzusehen. Hütter bestätigt Gerüchte um Jovic, dass der Serbe bei vielen Clubs auf dem Zettel steht, bestätigt im Laufe der Zeit auch Eintracht-Trainer Adi Hütter, der Anfang April zugibt, er ist eine Tormaschine.
Klar, dass Top-Clubs wie Real, Barcelona, Bayern oder Manchester City die Angel nach ihm ausgeworfen haben. Dass bei uns im Becken gefischt wird, ist normal. Wir fischen ja auch in anderen Becken. FC Bayern nimmt endgültig Abstand nach Informationen der Frankfurter Rundschau, die sich auf den engsten Zirkel des Juve-Umfelds beruft, will der 21 Jahre alte Serbe auch im nächsten Jahr in Frankfurt bleiben. Der Kicker berichtet derweil, dass Jovic mittlerweile in München aus der Wertung sei. Die Bayern-Bosse sehen für Jovic neben Robert Lewandowski schlicht keinen Platz im Angriff. Ganz oben auf Reals Wunschlisten nach dem 29. Spieltag wird erneut Real Madrid als Top-Kandidat für einen Transfer ins Spiel gebracht. Laut Marca steht Jovic bei den Königlichen ganz oben auf der Einkaufsliste für den Sturm. Scouts sollen beim Europa-League-Spiel unter der Woche gewesen sein und das Go für einen Transfer gegeben haben. Zidane soll sich schon auf seinen neuen Angreifer freuen. Kehrte Welt in Spanien ganz anders. Der FC Barcelona, kaum ist der Stürmer bei Real ganz oben auf der Liste gelandet, soll er bei den Katalanen heruntergefallen sein. Zwar schätzen die Barca-Scouts die Abschlussstärke des Serben. Technisch und vor allem im Passspiel soll er aber laut Mundo Deportivo zu schwach sein, um neben Messi und Co. zu bestehen. Eintracht zieht die Kaufoption Mitte März, beendet Frankfurt dann die Spekulationen, zieht die Kaufoption bei Luka Jovic für rund 7 Millionen Euro und bindet den Serben bis 2023. Theoretisch könnte die Eintracht den Stürmer nun für ein Vielfaches dieser Summe weiterverkaufen. Fortsetzung folgt, Geheimklausel im Vertrag. Kaum hat Frankfurt den Transfer von Jovic vermeldet, steht der Serbe schon wieder vor dem Absprung. Wie die AS vermeldet, steht Real Madrid kurz davor, den Stürmer unter Vertrag zu nehmen. Laut Bild ist Jovics Ex-Club Benfica mit 30% am Weiterverkauf beteiligt. Heißt, kassiert Frankfurt die kolportierten 60 Millionen Euro, müssen rund 18 Millionen Euro nach Lissabon überwiesen werden. Real Madrid und FC Barcelona verstimmt Ironie des Schicksals, weil ausgerechnet der FC Barcelona und Real Madrid den Frankfurtern und Jovic Preistreiberei vorwerfen, ziehen sich die spanischen Spitzenclubs angeblich aus dem Poker zurück. Laut Sport fühlen sich die beiden Vereine von den Beratern Jovics ausgenutzt. Es wäre die nächste Kehrtwende im irren Poker um den Serben. Hütter rechnet mit Abschied von Leistungsträgern. Es wird im Sommer Veränderungen geben, erklärt SGE-Coach Adi Hütter Ende April. Und weiter, falls wir Spieler verlieren, werden wir in der Lage sein, in die Mannschaft investieren zu können. Sicherlich auch ein Fingerzeig bezüglich der Zukunft von Luka Jovic. Real macht mal wieder. Ernst erneut vermeldet das spanische Blatt AS rund um den 31. Bundesligaspieltag, dass Real Madrid mit Jovic und Frankfurt eine Einigung erzielt hat. Jovic soll für 6 Jahre bei den Königlichen unterschreiben. 60 Millionen Euro ist dem amtierenden Champions-League-Sieger der Deal wert. Davon wandern 48 Millionen Euro nach Hessen, 20%, 12 Millionen Euro erhält Jovics früherer Verein SL Benfica. Bobic dementiert. Nur wenige Stunden nach der Meldung der AS meldete sich Eintracht-Sportvorstand Freddy Bobic zu Wort und verwies den Bericht ins Reich der Fabeln. Es hat keinen Kontakt zu Real Madrid gegeben, beteuert Bobic gegenüber ESPN. Und diesmal, so der Manager, sei es auch wirklich keine Notlüge. Real Madrid orientiert sich angeblich um. Bei Real Madrid soll derweil hingegen ein anderer Stürmer in den Fokus gerückt, das Interesse an Jovic infolgedessen abgekühlt sein. Don Ballon zufolge hat Real-Präsident Florentino Perez beschlossen, dass Christoph Piatek vom AC Mailand die bessere Alternative zu Jovic ist.
Abschied nimmt Formen an, Real wieder im Rennen kurz vor dem letzten Spieltag, ist die Sache dann auf einmal doch wieder ganz heiß. Laut übereinstimmenden Berichten von AS und Sky soll nach Saisonende Klarheit herrschen und Jovic tatsächlich zu den Königlichen wechseln. 60 Millionen Euro wird die Ablöse betragen. Angeblich hat der Stürmer seinen Spind bei der Eintracht schon geräumt. Ist angeblich weiterhin heiß auf Jovic, allerdings hat Real angeblich noch einen Konkurrenten im Werben um Jovic. Champions League-Finalist Tottenham Hotspur soll weiterhin heiß auf Jovic sein und womöglich von der Pattsituation zwischen den Königlichen und der Eintracht profitieren. Vollzugsmeldung am 4. Juni. Etwas überraschend lässt die Eintracht an einem Dienstagnachmittag die Bombe platzen. Jovic wechselt tatsächlich zu Real, unterschreibt dort einen 5-Jahres-Vertrag. Über die Höhe der Ablösesumme vereinbarten beide Clubs Stillschweigen. Es habe eine finanzielle Schmerzgrenze gegeben, erklärt Bobic. Let's block it's, why?